Draculauras Morgenroutine. Hey, ich stehe jetzt auf, Katrin. Ja, mach das. Komm schon, Fledi. Ich fliege runter. Ins Bad. Nee, keine Ahnung, okay. Die Lampe. Gut, dass wir die haben, sonst würde man uns nicht so gut sehen. Na, wenn man herin ist, eben. Also finde ich es gut. Ja, ich dusche jetzt mal. Ich muss mich ja als erster ausziehen. Na, 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 na. So, fertig. So, gut, Cam. Was singt das so? Naja, egal. So, fertig gekämmt. Ich sehe total hässlich aus mit so einem offenen. Außerdem biegt sich mein Haar hier hinten immer so, weil ich so lange einen Zopf gehabt habe. Und ja, ich mache mir jetzt wieder einen Zopf. Ich lasse meine Haare nicht offen, denn das sieht hässlich aus, wie gerade, wie man es sieht. Ich mache mir jetzt einen Tutt. Oder so. So, jetzt habe ich mir einen Tutt gemacht, so einen schnellen halt, nicht so, ja, so mache ich mir dann einen Tutt immer. Ich finde den auch voll schön. Ja, was ich als zweites oder drittes mache, also, ja, ich gehe jetzt mal frühstücken. Ja, ohne Licht sieht man mich nicht so gut. Also mit Licht sieht man mich besser. Deswegen, wir immerhin Licht. Das müssen wir immer mitnehmen. Ziemlich viel, ja. Ich fliege wieder runter. Hier ist das Zimmer von... das Zimmer von Twyla und Lord. Und hier runter. Wow, was ist denn das? Unsere neue Couch. Also ja, warte. So, was ich als zweites oder als drittes immer mache, ist... Ja, wie gesagt, brauchen wir immer. Sonst ist es so. Das sieht man nicht so gut. So, dann bin ich eben hier. Hol mir etwas zu essen. So, ich nehme mir etwas zu frühstücken. Was nehme ich mir? Wie wäre es mit dem? So, ich gehe jetzt mal rüber ins Esszimmer. Ich setze mich immer hier hin zum Frühstücken. So, jetzt habe ich die leere Dose. Habe ich schon fertig gegessen. Dann stehe ich wieder mal auf. Ich weiß, ich bin sehr kompliziert, aber ich gehe jetzt wieder in die Küche. Denn ich muss jetzt gleich wieder in die Schule. Guckt, ich habe wieder diese Lampe mit, sonst würde es so dunkel sein. Wartet. So, und das sieht man uns ja nicht so gut. Ja. Dann hole ich mir jetzt etwas zu essen für die Schule. So, ich habe jetzt etwas ausgewählt. Also, dieses Säckchen habe ich, da habe ich etwas reingetan. Und zwar ein Brot mit Blut und ein Blutsaft. Ja, ich liebe eben Blut. Und jetzt gehe ich wieder rauf in mein Zimmer und hole mir eine Tasche. Ich habe es jetzt hier am Boden gestellt. Damit ich es nicht tragen muss bis daher hin. Ich habe das Wichtigste vom Wichtigsten vergessen. Ich habe mir da jetzt die Tasche genommen. Oh nee, ich muss mich anders umziehen. Ich bin auch so blöd. Hab ich echt vergessen. Was ziehe ich an? Man denkt jetzt bestimmt, dass ich mich nicht umgezogen habe, aber ich habe dieses Kleid zweimal. Das glaubt mir jetzt niemand, oder? Naja, egal. Jetzt gehe ich zu der Schule. Schuhe habe ich vergessen. Zu der Schule. Da muss man das wegziehen. Welche Schuhe? Ich habe schon eine Idee. Ich bin jetzt fertig.
Ja. Und jetzt noch schaue ich noch wegen Original. Original. Wenn ihr das Schreien hört, dass meines ist, die hasst mich. Ja, diese Original werden gut. Ich probiere sie mal an. Ich hoffe, ihr könnt das gut sehen. Und nicht dann durch mit der Lampe. Ja, das mit der Lampe bringt dich jetzt auch gerade nichts. So. Also, im Video sieht man das nicht so gut, dass das so schön aussieht, obwohl es richtig hübsch aussieht. Ja. Ich gehe jetzt in die Schule. Ich schaue noch schnell, wie viel Uhr es ist. Sonst weiß ich, ob ich mich beeilen muss oder nicht. Schon 6.45 Uhr, also um 7 Uhr muss ich dort sein. Also habe ich ja eigentlich noch 5 Minuten, denn ich brauche ja eh nur 10 Minuten oder so. Naja. Ja, ich gehe jetzt. So, ich gehe jetzt raus. Also hier ist die Türe, die sieht man ja nicht. Naja, ich sag halt immer, dass das hier die Tür ist. Ja, ich glaube, jetzt brauchen wir kein Licht mehr, oder doch? Ich tue das Licht ein bisschen zurück. Ich gehe jetzt. Ich fliege jetzt lieber. Hier ist die Schule. Ich muss jetzt in die Klasse. In der Pause. Hey Monsterfreundinnen. Hey Dracula. Na, kann ich zu euch sitzen? Ja, na klar. Alter, findet ihr die Schule blöd? Ich finde die voll geil. Ja, ich auch. Naja, also, das Lernen mag ich jetzt nicht, aber ich kann wenigstens. Also, jedenfalls gibt es da immer Überraschungen und so. Ich weiß. Und ich mag sie, weil. Wie bald. Also, sorry, tut mir echt laut. Also, weil. Ich muss euch ein Geheimnis sagen. Wir können uns Jobs suchen. Und wie cool. Ja, das wird sie uns jetzt in der nach der Pause sagen. Und die voll cool. Ah. Und die voll geil. Oh. Ich wollte schon immer arbeiten. Was wollt ihr arbeiten? Also ich mach da. Autsch! Hey, Frankie! Tut mir leid. Irgendwer hat mich geschubst. Bestimmt war es Torale, aber ich habe keinen gesehen. Ja. Wetten, hat sie sich irgendwie wieder versteckt oder so. Ja, ganz bestimmt. Wir müssen in die Schule. Komm, in die nächste Stunde. Liebe Schüler, ich möchte euch heute sagen, dass heute könnt ihr mal schnuppern gehen für Jobs. Ihr könnt euch selbst aussuchen, wo und welchen Job. Und ihr habt 2 Tage Zeit, also morgen müsst ihr es wissen, wo ihr arbeitet oder und so Sachen habt. Oder ob ihr irgendwo arbeitet. Ja, also jetzt könnt ihr anfangen.